Hallo! Hallo, wie geht's euch? Gut, freut ihr euch? Freut ihr euch? Was erwartet ihr heute von dem Abend? Und noch von Gott, was erwartet ihr von Gott heute? Den Heiligen Geist. Yeah, Amen. Also, Henrik, was erwartest du heute? So richtig gut, richtig stark. Ich freue mich wieder in Kempten zu sein. Ich glaube, was Gott heute machen wird, ist Revolution. Er wird Dinge auf den Kopf stellen. Deswegen, ich freue mich schon. Ihr werdet sehen, was passiert. Yeah. Immer schön, hier zu sein mit der Familie. Amen. Das sind meine rumänischen Brüder. Rumänien. Die übernehmen die Welt doch. Passt auf. Ich weiß nicht, wer sie ist und was sie will, aber wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Und heute wird es richtig krass, wir haben eine Band da, die Devotion da. Und es wird richtig krass. Beim Gebet hat man schon richtig gespürt, dass Gott schon da ist und auf jeden wartet. Einfach hier heute zusammengekommen und irgendwelche schönen Lieder zu singen und Kumbaya zu singen, sondern wirklich Gott zu erleben. Gott ist jetzt hier in diesem Moment wirklich. Denn wir haben so ein Privileg und so eine Ehre, Gott heute zu erleben. Deswegen öffne heute dein Herz. Und wir brauchen junge Menschen in Deutschland, die sagen, ich bin bereit für viel mehr. Ich will viel mehr. Ich will auch solche Gottesdienste wie jetzt, die Worship mein Ernst nehmen und möchte in Gottes Gegenwart ankommen. Deswegen lass uns mal einfach ein Gebet sprechen für Gott. Diesen Abend, Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir geben dir Raum zu wirken, wir geben dir Raum heute einfach Neues freizusetzen, Vater. Herr, es reicht, dass wir Kirche spielen, es reicht, dass wir diese Spielchen spielen, Herr, aber wir wollen wirklich eine authentische Erlebnis mit dir haben, wie nie zuvor, Vater. Wir wollen nicht mehr die Kirche spielen, Vater, sondern wir wollen die Kirche sein, da wo wir sind, in unserer Schule, auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Universität, Herr. Jesus, Geist Gottes, wir geben dir diesen Abend und wir ehren Herzen, was Neues freizusetzen. Und Herr, ich bete, dass wir nicht heute einfach herkommen, irgendwelche Lieder singen, sondern sagen, Herr, mach etwas Neues in meinem Leben. Danke dir, Geist Gottes. Es ist deine Zeit. Wir werden heute proklamieren. Wir werden heute im Herz singen. Und wir werden Sieg in dieser Stadt sehen. Ich glaube, dass Gott heute Dinge freisetzen wird. Diese Regionen kämpfen im Allgäu. Ich glaube, dass unser Lobpreis heute die Ketten dieser Stadt zerbrechen wird, in Jesus' Namen. Ich glaube, dass unser Lobpreis heute etwas freisetzen wird in der Atmosphäre. Nicht nur unsere Freiheit, aber die Freiheit für diese Menschen. Herr, wir werden heute einen Weg bereiten. Wir sind gespannt, Vater. Danke dir, Jesus. Halleluja. Herr Gott, dass das Wort Gottes immer noch kraftvoll ist. Es sind nicht irgendwelche Buchstaben, es sind nicht irgendwelche Wörter. Das Wort Gottes hat so viel Kraft. Die Frage ist heute, und es ist eine ganz ernste Frage, wie weit würdest du für Jesus gehen?
Und ich glaube, dass Gott eine Generation sucht, die sagt, ich bin bereit, mein Leben hinzugeben. Ich bin bereit, mein Leben aufzugeben. Ich bin bereit, ein Leben so zu führen, dass Gott ehrt. Ich bin bereit zu sagen, es geht nicht mehr um mich, sondern um Christus alleine. Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Tun. Das wird sehr schwierig sein, aber das ist ein Symbol der Mission. Die Bibel sagt, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium predigen. Du bist, ne? Kannst du jetzt in deinen Schuh greifen und sagen, meine Füße gehören Jesus, ich möchte komplett alles, was ich habe, möchte ich Jesus in die Hände geben. Deswegen jetzt, du kannst in dem Moment, und wir werden das Lied gemeinsam damit singen, und bitte, bevor du deine Schuhe ausziehst, bitte, bevor wir es in die Luft heben und die Atmosphäre verändern, in Jesu Namen, will ich, dass wir eine Sache wissen. In dem Moment, wo du deine Schuhe in die Höhe zeigst, erklärst du und sagst, dass meine Füße nicht mehr mir gehören, sondern ich gehe genau dorthin, wo Gott mich sendet. Deswegen, ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. 10, und ihr könnt euch auslösen. 9. 8, 7, 6, 5, 4. Ich finde es cool, dass einige 2 ausgezogen haben. Anscheinend habt ihr mehr Glauben als ich. Komm mal, lass es sehen. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me is the world behind me. No turning. Egal wo wir gehen, egal was wir machen. Wow, danke Heiliger Geist, dass du jetzt am Wirken bist. Danke, dass du jetzt am Berühren bist. Au, mein Ohr! Es ist eine Woche rum und wir drehen das Abschlussvideo für euch. Wir sind immer noch voll motiviert und begeistert und fasziniert von dem, was Gott gemacht hat. Einfach, es war eine Hammer Zeit. Danke für alle, die da waren. Danke an alle, die da waren. Und wir warten auf euch beim nächsten Mal. Ich kann kein Deutsch. Wir warten auf euch. Bis zum nächsten Mal. Wir warten auf euch. Woo!